Hier in dieser Hypnose wirst du sehr in den Ausgleich kommen und es kann sein, dass du dann einschläfst. Darum möchte ich dich bitten, keine Maschine zu bedienen und keine Fahrzeuge zu fahren oder zu fliegen. Diese Hypnose wird dich in eine Trance führen. Sicher fragst du dich, wie dies geschehen wird. So darfst du wissen, dass es wellenförmig geschieht. Das heißt, manchmal gehst du mit deiner Entspannung tiefer in die Trance und dann wieder weniger und dann wieder tiefer. Die Trance ist also manchmal etwas flacher und dann wieder tiefer und wieder flacher. Du kommst so immer mehr in deinen wunderschönen, entspannten Ausgleich, der dir so gut tun wird. Du kannst liegen oder aufrecht sitzen, so wie es dir bequem ist. Lege bitte beide Hände bewusst entspannt und offen nieder und fühle, wie sich die Entspannung mehr und mehr in deinem Körper ausbreitet. Du willst jetzt die Hypnose und das ist für dich in Ordnung. Genieße und folge nun meiner Stimme und deine Atmung immer mehr und immer mehr. Prüfe nun, ob du bequem liegst oder sitzt und nimm einen tiefen Atemzug. Und mit dem zweiten Ausatmen kannst du beginnen, dich zu entspannen. Halte die Luft für einen kurzen Augenblick an und schließe beim Ausatmen deine Augen. Du lässt jetzt alle Gedanken und Energien, die dich belasten, aufsteigen, wie Luftballons, die in den Himmel schweben. Du kannst sie auch in einen alten Schrank sperren. Nach dieser Trance kannst du sie dir jederzeit wieder zurückholen. Du kannst sie auch wie ein kleines Ästchen auf dem Fluss davon schwimmen lassen. Tu es einfach so, wie es dir am besten erscheint. Deine Arme und Beine werden schwerer und schwerer. Deine Arme und Beine sind völlig entspannt und locker. Spüre jetzt in deinen Körper hinein, wo du in deinem Körper verspannt bist. Und die Entspannung wird sich in dir ausbreiten und strömt genau in diese Region immer mehr und immer mehr. Die Entspannung breitet sich in dir aus und löst alle Verspannungen und alle Blockaden immer mehr. Spüre, wie diese Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper fährt. Du
Du konzentrierst dich jetzt ganz auf meine Stimme. Und mit jedem Wort entspannst du dich immer noch mehr. Und noch mehr. Spüre, wie die Entspannung deinen Kopf wunderbar entspannt und alle Verspannungen und Blockaden löst. Fühle diese Befreiung, die in deinen Kopf einzieht, ganz locker und immer freier. Spüre nun auch, wie die tiefe Entspannung sich in deinem Hals und in deinen Schultern ausbreitet. Es löst auch hier so viel Anspannung und Verkrampfung auf. Du bist frei hier in dieser Trance und immer mehr gelöst. Fühle diese Befreiung, wie sie deine Schultern und deinen Hals mit einer wunderbaren Gelöstheit durchströmt. Spüre nun, wie diese Welle der Entspannung in deinen Oberkörper und Rücken fährt. Deine Atmung ist ruhig und gleichmäßig. Jeder Herzschlag ist harmonisch und erfüllend. Ganz gelöst und tief befreiend. Fühle diese Gelöstheit in deinem Oberkörper und in deinem Rücken. Es entspannt dich immer mehr und mehr. Spüre nun, wie diese warme Welle der Entspannung in deinen Unterkörper und in deine Beine und Füße strömt. Alles wird locker und leichter. Jeder Muskel in den Beinen wird noch lockerer. Und noch leichter. Ganz in Gelöstheit. Und wunderbar entspannt. Jeder Schmerz verliert sich in dieser warmen Welle der sanften Heilung. Fühle diese zauberhafte Gelöstheit. Du spürst jetzt diese wunderschöne Befreiung in deinem ganzen Körper. Immer weiter und immer weiter lösend.
strömt auch eine wundersame Energie der sanften Heilung durch deinen Körper. Sie geht von deinem Bauch aus und fährt in alle Regionen deines Körpers. Wunderbar warm und heilend begleitet diese Energie die Trance. So zieht immer mehr Frieden in dir ein und mit jedem Atemzug noch mehr und noch mehr. Deine Augenlider sind ganz schwer, wie Vorhänge aus Blei. Gerne kannst du testen, ob die Muskulatur um deine Augen herum völlig entspannt ist. Du kannst dies testen, indem du die Augenbrauen nach oben ziehst und die Augen bleiben locker entspannt, leicht und geschlossen. Jeder Versuch ist ein Zeichen für dich, dass du noch viel tiefer in die Trance gehen kannst. Immer weiter und immer tiefer. Wie ein Blatt, das vom Baum fällt und langsam zu Boden sinkt. So sinkst auch du immer tiefer und immer tiefer in dieser Trance. Und wie das Blatt langsam auf dem schattigen, weichen Moos ankommt und seinen ruhigen Platz findet, so findest auch du immer tiefer in die totale Versunkenheit und Ruhe. Nun hast du all die körperliche Entspannung, die du brauchst. Du weißt, dass es zwei Arten von Entspannung gibt. Du kannst körperlich entspannen. Und du kannst dich geistig entspannen. Geistig entspannen heißt das bewusste Sein loslassen und eintauchen in die Möglichkeiten des Universums, in die Liebe und in die völlige Harmonie. Sollte dein Unterbewusstes jetzt bereit sein, die geistige Entspannung zu erreichen, dann fühlst du dich schon wunderbar schwer und entspannt, sodass du das Gefühl hast, dass du nicht aufstehen kannst, weil du es nicht willst. Da du nun schon bewiesen hast, dass du körperlich entspannen kannst, werde ich dir nun vermitteln, wie du dich geistig entspannen kannst. Mit jedem Wort, das ich gleich sagen werde, wirst du dein Gefühl zu diesem Wort fühlen und es sich in deinem ganzen Sein ausbreiten lassen. Solltest du mir so nicht lange folgen können,
Nun ist dies ganz normal. Und du bist tief in der Trance. Erlebe es immer mehr. Und fühle, wie gut es dir tut, dich geistig völlig fallen zu lassen. Und zu entspannen. Bitte murmle leise mit mir. Oder denke dir das Wort. Und fülle dein Sein mit diesem Gefühl dazu auf. Zufriedenheit. Du machst das wunderbar. Harmonie. Ausruhen. Gelassenheit. Selbstvergessenheit. Wohlfühlen. Und das nächste Wort. Und noch viel mehr versinken im Gefühl. Tiefe Versunkenheit. Wunderbar, einfach fallen lassen, ganz tief. Immer mehr fallen lassen, ganz, ganz tief. Du bist jetzt so tief entspannt. So angenehm entspannt, dass dein Verstand so empfindlich ist. So empfänglich ist, was ich jetzt sage. Und dass alles, was ich dir sage, ganz tief in den unbewussten Teil deines Verstandes sinken wird. Und dabei einen so tiefen und anhaltenden Eindruck hinterlassen wird, dass nichts und niemand es dort herauslöschen kann. In diesem Zustand ist dein Unterbewusstsein im Vordergrund. Jetzt ist es bereit und offen für meine guten Worte und deine damit verbundenen guten Gedanken, Bilder und Vorstellungen. Daher werden alle Dinge, die ich in dein Unterbewusstsein bringe, immer größeren Einfluss auf dein Unterbewusstsein, deine Gedanken und Gefühle und dein Verhalten haben. Du bist jetzt ganz in Gelassenheit. Und im völligen Ausgleich. Du bist so wunderbar ruhig.
und ganz in Versunkenheit. So kommst du immer mehr an, auf einem Wohlfühlplatz, im reinen Garten. Direkt vor dir auf der Seite liegt ein kleiner Teich. Weiße Seerosen schwimmen auf dem ruhigen Wasser. Auf der anderen Seite liegt eine freie Wiese, die von wunderschönen Pflanzen und Blumen umgeben ist. Es ist ein so schöner Ausblick, den du hier an deinem Wohlfühlplatz im reinen Garten genießen kannst. Du sitzt ganz bequem und es ist angenehm warm für dich. Ein Rotkehlchen kommt niedergeflogen und landet vor dem Teich. Es blickt sich um und füllt dann sein kleines Schnäbelchen am Ufer mit Wasser. Alles hier ist wunderbar ruhig und es gleicht dich immer mehr aus. Du weißt um die Bedingungen, die außerhalb dieses Gartens sind. Aber hier in diesem reinen Garten und in dieser Trance spielen sie alle keine Rolle. Du bist vollkommen im Vertrauen und gibst dich immer mehr der tiefen Entspannung und dem Wohlfühlen hin. Ein leichter Windhauch fährt durch den Garten. Die Blätter wiegen sich sanft im Wind. Die Blumen zeigen dabei ihre Pracht und Schönheit. Alles hier ist positiv und harmonisch. Alles hier blüht und wächst in Liebe. Genieße es etwas. Ich komme gleich wieder. Du bist wunderbar in deiner Mitte und voller unbedingter Freude. Ein Lächeln geht durch dein Sein und erleichtert so viel in dir. Es löst so viele Dinge, die schon so lange im Verborgenen in dir lasten. Nun kommt aus den Pflanzen ein wunderschöner Kranich hervor. Der Kranich hat rote Augen und an seinem Kopf einen weißen Schleier aus feinsten, weichen Federn. Die weichen Federn, die wie ein Schleier wirken, verleihen ihm Anmut und Würde.
Kranich kommt langsam in deine Nähe. Er blickt dich prüfend an und kommt langsam immer näher. Du hältst deine Hände offen vor dich und der Kranich legt seinen Kopf in deine Hände. Eine wunderbare Energie durchströmt dein Sein. Es ist eine Energie der Befreitheit und der Loslösung. Sie fließt durch deine Hände und Arme und entspannt sie noch mehr. Dann strömt diese Energie der Befreiung in deinen Oberkörper und Unterkörper. Du spürst, wie sich Blockaden und Schmerzen lösen. Wie Unbewusstes in Heilung geschickt wird. Und dorten, wo Heilung bereits wirkt, wird sie noch mehr verstärkt. So kommt die Energie in deine Beine und in deine Füße. Und auch hier löst sie Blockaden und Schmerzen. Meine Beine und Füße werden durchströmt von einer Energie der Heilung und der Befreiung. So kommt die Energie jetzt über deine Schultern und deinen Hals. Du merkst, wie sich alles noch mehr löst und locker und leicht wird. Auch hier durchströmt die Energie alles und löst Blockaden und Schmerzen immer mehr auf. Und schickt Heilung dahin, wo es nötig ist. Und verstärkt sie da, wo sie schon wirkt. Nun kommt die Energie der Befreiung in deinen Kopf. Sie strömt von deinem Kopf auch in deine Energiebahn. Und es tut dir so gut. Du spürst, wie die Energie fließt. Wunderbar warm strömt sie durch deine Energiebahnen und löst die Blockaden, die in deinem bewussten Sein gelagert sind, und auch die unbewussten auf. Mit jedem Atemzug spürst du, wie sich mehr und mehr dein Potenzial und deine Möglichkeiten frei werden. Energien, die du nicht mehr nutzen konntest, strömen jetzt wieder durch dich. Und Möglichkeiten kannst du nun erkennen, die dir sonst verschlossen waren. Es befreit dich immer mehr und immer mehr.
Wunderbar schön ist es, in dieser Energie zu ruhen und sie in sich zu spüren. Du vertraust dieser Energie voll und ganz. Und sie befreit dein Denken und deine Harmonie in dieser Trance immer mehr und immer mehr. Der Kopf des Kranichs leuchtet weiß. Und die Energie fließt weiter in dich. Und es ist so grenzenlos schön, diese befreiende Energie zu spüren. So erreicht sie nun deine Nervenbahnen und durchströmt sie mit sanfter und streichelnde Energie. All die Stellen, die wund sind und die überbelastet sind, werden ausgeglichen und mit Liebe und Befreiung in Heilung geschickt. Die befreiende Energie des göttlichen Kranichs wirkt nun in dir immer mehr und immer mehr. Dann hebt der Kranich seinen Kopf, die Federn an seinem Hinterkopf tanzen, denn sie sind so federleicht, so flauschig und weiß. Der Kranich streckt sein weißes Gefieder aus und zeigt dir seine großen Flügel. Er hat eine Spannweite, die so groß ist, dass sie locker zwei tragen können. Und du verstehst, dass er will, dass du mit ihm kommst. Er bittet dich, über die Gefühle mit ihm zu fliegen. Du brauchst ihn nur zu berühren. Und so kannst auch du fliegen. Denn der Kranich überträgt seine Kraft auf dich und auch seine Flugfähigkeit. So stehst du nun auf und legst deine Hand auf seinen Rücken zwischen die Federn. Er ist wunderbar warm und flauschig. Du gehst ganz ins Vertrauen und in die Gelassenheit. Und du spürst, wie du leichter und leichter wirst. Du hebst etwas ab
so nimmt er dich nun mit auf seine Reise. Er hebt beide ab. Mit seinen großen Flügeln gewinnt ihr schnell an Höhe. Du siehst den Garten der Reinheit und des Glücks von oben. Und du siehst, dass er endlos ist. Jetzt bist du in deinen Möglichkeiten und in deiner Gelassenheit. Und du kannst sehen, wie wunderbar die Dinge sind. Und dass sie alle in Liebe geboren sind. Du verstehst ganz tief in dir, dass nichts ohne Liebe einen Bestand hätte. Alle Dinge brauchen Liebe und sind Liebe. Ganz frei und in Geborgenheit fliegst du alleine neben dem Kranich her. Dein Glück wird grenzenlos. Und du steigst immer weiter mit dem Kranich auf. Du weißt, dass er dich an einen Platz bringen will, der weit oben in den Bergen des höchsten Gebirges liegt. Dorten, wo nie ein Mensch hinkommt. So fliegt ihr nun über Felder, über Seen, über Berge und über Flüsse hinweg. Du bist vollkommen im Vertrauen und ganz im Ausgleich. Es ist wunderbar warm und zauberhaft schön, in dieser Trance zu reisen. Dann fangen die großen Berge an. Und der Kranich darf noch höher und noch höher steigen. Ihr kommt nun an die Wolkendecke. Ihr berührt die Wolken ganz sanft und zart. So fliegt ihr durch die Wolken hindurch. Es ist ein Streicheln zu spüren auf deiner Haut, das ganz sanft ist. Und ein tiefstes Inneres berührt. Wie ein göttliches Streicheln. Genieße es ganz im Vertrauen. Es berührt dein Sein ganz sanft. Dann habt ihr die Wolkendecke hinter euch gelassen. Und ihr seid über den Wolken. Es wird langsam Nacht. Und du kannst die Sterne sehen. Hier in dieser Trance
sind sie ganz nah und so wunderbar freundlich. Die Sterne funkeln und glänzen. Sie strahlen und leuchten in einer so wunderschönen Energie, dass es dir immer noch besser geht, je näher du ihnen kommst. Du fühlst dich so befreit und glücklich. Du fliegst neben dem Kranich her und er weiß, wo es hingeht. Er folgt den Sternen und kennt den Weg. Du spürst den Raum und die Möglichkeiten, die dieses Universum bietet. Und es berührt dein tiefstes Sein. Dann senkt der Kranich den Flug und ihr haltet auf eine Bergspitze zu. Die Bergspitze leuchtet. Ein Leuchten, das nur von der Spitze des Berges ausgeht und das warm, weiß und gelblich ist. Du erkennst immer mehr, dass ein Platz auf der Spitze des Berges ist und inmitten des Platzes ist ein Torbogen. Der Kranich landet und auch du schwebst langsam auf dem Platz nieder und landest ganz sanft. Über dem Torbogen steht eine Aufschrift, die du lesen kannst. Sternentor der Befreiung. Der Kranich läuft langsam zu dem Torbogen. Der Torbogen hat keine Türe und steht ganz alleine mitten in dem Platz. Der Kopf des Kranichs leuchtet noch immer in einem weiß-gelblichen Licht, so wie die Bergspitze es ausstrahlt. Und er berührt mit seinem Schnabel die Seite des Tores. Mit einem Male schließt sich ein Tor in dem Bogen. Ein Tor aus Energie und Licht. Der Kranich bewegt sich langsam, voller Respekt, rückwärts von dem Tor weg. Du verstehst, dass seine Aufgabe getan ist. Du sendest ihm viel liebevolle Energie und Liebe aus Dank, dass er dich hierher gebracht hat. Bevor er losfliegt, blickt er noch einmal zu dir und nickt etwas mit seinem Kopf. Dann ein paar Schritte von ihm und er ist wieder in der Luft und bald nicht mehr zu sehen. Du gehst auf das Sternentor zu und spürst immer mehr, welche Herzenswärme und welche freundschaftliche Energie von diesem Tor ausgeht.
Es ist eine Energie wie tiefes Vertrauen und herzliche Umarmung auf einmal. Mit dem Gefühl des tiefsten Vertrauens gehst du auf das Tor zu und in die Energie hinein. Eine solche Herzenswärme und eine so hingebungsvolle Liebe durchströmt dein Sein. Sie füllt alle Defizite, alle Verwundungen, allen Hass, alle Wut und alles Ablehnende mit so viel Liebe auf, dass du vergeben und loslassen kannst. Befreiung durchzieht dein Sein und erfüllt dich mit so viel Glück, wie du es zulassen kannst. Immer mehr und immer. Du befindest dich jetzt mitten im Weltall. Und du bist ein leuchtender Stern der Liebe, der Hingabe, des Vertrauens und der Befreiung. All dies strahlst du ins Universum hinaus. Diese tiefe Befreiung strahlt nun aus dir heraus. Leuchte nun für all die Wesen, die sich so sehnen nach dieser Befreiung, und strahle für sie in deinem schönsten Glanz und Leuchten, getragen von deiner unbedingten Liebe. Ich komme gleich wieder. Du bist nun so klar in dir, so zauberhaft glücklich, dass du dies tief in dir verankerst und mitnimmst in den Alltag. Diese Energie der Befreiung, das Gefühl des Glücks wird dir noch lange Kraft, Freude und Liebe spenden.
So löst sich das Weltall, der Kranich, der Garten der Reinheit und alles in dieser Trance in weißes Licht auf und strahlt in dein Herz hinein. Nur lässt die Energie tief in dich verankern und bleibst in dieser Energie, solange es dir möglich ist. Spüre noch einmal diesen tiefen Ausgleich und diese tiefe Entspannung, wie gut sie dir tut. Du fühlst dich ganz leicht und geborgen, vollkommen wohl und glücklich. Gleich wirst du wieder aus der Hypnose auftauchen. Diese Hypnose wirst du immer wieder verwenden, um ganz tief zu entspannen und die Befreiung in Liebe immer wieder neu entstehen zu lassen. Jedes Mal wird es sich mehr und mehr verankern. Und jedes Mal wird es dein Sein positiv und noch positiver beeinflussen. Langsam hebt der Wind das Blatt und seinen Platz am weichen Moos wieder an. Und so wie das Blatt wieder aus dem dunklen Platz am Boden des Baumes auftaucht, so tauchst auch du langsam wieder aus dieser Trance auf. Langsam fliegt dieses Blatt immer weiter und weiter mit dem Wind auf. Und genauso wie das Blatt wieder vom Wind getragen in das Licht kommt, so kommst auch du wieder in das Tageslicht und in dein bewusstes Sein zurück. Ich zähle langsam von 5 bis 1. Und mit jeder Zahl, die ich sage, wirst du mehr und mehr aus deinem tiefen Entspannungszustand zurückkehren. Und bei 1 öffnest du die Augen, bist hellwach, glücklich und vollkommen erholt. 5. Du bist noch immer tief entspannt und fühlst dich vollkommen wohl. 4. Dein Puls, dein Blutdruck und auch deine Atmung normalisieren sich langsam wieder. 3. Du bewegst leicht deine Zehen. Und du spürst sie immer mehr. 2. Dein Puls und dein Blutdruck steigen nun wieder auch für dich normale Werte an. Und du fühlst dich ausgeruht und wohl.
Wenn ich nun die letzte Zahl sage, wirst du deine Augen öffnen, bist wieder vollkommen wach und fühlst dich absolut wohl. Eine angenehme und glückliche Wohlfühlstimmung wird dir auch im Wachzustand erhalten bleiben. 1. Öffne nun die Augen, du bist wach und frisch und du fühlst dich sehr wohl. Du bist nun wieder in deinem Körper angekommen. Du bist voller Kraft und Freude. Es besteht aber ein Unterschied zu vor der Trance. Vorher warst du der Körper und so durch Tod, Alter, Krankheit und Verlust in negative Emotionen gefangen. Jetzt hast du deinen Körper, was du wirklich bist, und du weißt das jetzt, ist liebevolle Energie jenseits von Mitte und Grenze, die alles freudig hervorbringt. Wir entscheiden uns, diese wunderschönen Eindrücke in allen Lebenslagen beizubehalten und wünschen, dass die wunderschönen Eindrücke, die gerade entstanden sind, grenzenlos werden. Mögen sie allen Wesen das zauberhafte Glück schenken, das Erkennen der eigenen liebevollen Natur des Geistes. Liebe in allem.